Ja, Herr, du tust Wunder. Du bist groß. Wir bitten um das Wunder, dass du uns anrührst mit deinem Wort, dass du uns die Herzen öffnest, dass wir ein bisschen mehr von dir erkennen und von deiner Größe. Danke, dass du hier bist. Amen. Mein Thema heute lautet: Der Lobpreis Gottes verändert unseren Alltag. Der Lobpreis Gottes verändert unseren Alltag. Als ich mich mit dem Predigttext beschäftigte, dachte ich plötzlich an König Charles III. Das tue ich sehr selten, ehrlich gesagt. Aber er fiel mir ein und ich dachte, wenn König Charles III. Morgens aufwacht, woran denkt er als erstes? Es gibt ja genug Grund, sich Sorgen zu machen um seine eigene Gesundheit, die Gesundheit seiner Schwiegertochter, sein Verhältnis zu seinen Söhnen, das Verhältnis der Söhne untereinander, seine vielen Reichtümer, die er sich angehäuft hat und was er damit machen soll oder wie er das irgendwie alles zusammenhalten soll. Oder die ganzen Länder, für die er so zuständig ist und die neue Regierung und was die für ein Regierungsprogramm haben und wie er da reinpasst. Es gibt ja ganz viel Grund, sich Sorgen zu machen. Und dann hat er noch solche Themen wie den Klimawandel, für den er sich einsetzt, oder den Kampf gegen die Hungersnot. Also König Charles III., so mächtig er sein möge, so viel Macht hat er ja eigentlich gar nicht, aber der hat genug Grund, sich Sorgen zu machen. Vielleicht hat sich auch der große König David Sorgen gemacht. Der mächtigste König seiner Zeit. Er hatte auch genug Grund, sich zu sorgen. Und manches in seiner Regierung und in seinem Privatleben hat er gründlich vermasselt. Und doch hat dieser König Texte geschrieben und Lieder gesungen, die eine völlig andere Perspektive auf das Leben geben. Und einen solchen Text wollen wir uns heute vornehmen. Wir lesen, und wir haben dazu den Text, der jetzt angeworfen wird, Psalm 145 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ich habe meine Bibel mitgenommen, aber die ist in Englisch, die hilft uns nicht. Ich habe es wieder ausgedruckt und werde es aus meinem Ausdruck lesen, aber ihr könnt es hier vorne verfolgen. Der Herr ist Schöpfer und König, ein Loblied von David. Ich will dich preisen, mein Gott, o König, und deinen Namen immer und ewig rühmen. Tag für Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben für alle Zeiten. Groß ist der Herr, ihm gebührt das höchste Lob. Seine Erhabenheit ist unergründlich. Eine Generation rühmt bei der nächsten deine Werke. Sie alle verkündigen deine machtvollen Taten. Von der herrlichen Pracht deiner Majestät will ich sprechen und über deine Wunder will ich nachsinnen. Alle sollen von deinen gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten reden. Und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Mit überschwänglichen Worten erinnern die Menschen an deine große Güte. Jubelnd preisen sie deine Treue. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen und sein Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Herr, alles, was du geschaffen hast, lobt dich. Und die Menschen, die dir treu sind, preisen dich. Sie verkünden, wie majestätisch deine Königsherrschaft ist und geben Zeugnis von deiner Macht. Sie wollen den Menschen Gottes gewaltige Taten bekannt machen und auch die Pracht und Herrlichkeit seines Königreiches. Dein Königreich ist ein ewiges Reich. Deine Herrschaft besteht jetzt und in allen zukünftigen Generationen. Der Herr stützt alle, die zu fallen drohen, und alle Gebeugten richtet er wieder auf. Erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Der Herr ist gerecht in allen seinem Handeln und gütig in all seinen Taten.
Nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien, und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, aber die ihn missachten, vernichtet er. Aus meinem Mund soll das Lob des Herrn erklingen. Alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewig preisen. Das schreibt oder singt David, der große König. Und das Thema, der Lobpreis Gottes verändert unseren Alltag. Dazu habe ich 4 Punkte. Erstens, Gott im Fokus. Zweitens, von Gott reden. Drittens, alle sind gefragt. Und viertens, bevorzugt sind die Benachteiligten. Zum Ersten, Gott im Fokus. Nicht seine Sorgen nimmt der König David ins Visier, sondern den, dem er als einzigem untersteht. Gott, König aller Könige, Herr aller Herren. Ob dies nur das erste Morgenlied ist, das David gesungen hat, sei dahingestellt. Aber dieser Psalm drückt eine Grundhaltung aus, die dieser große König David hat. Und in vielen Psalmen Davids finden wir diese Grundhaltung wieder. Gott ist Herr und er ist hoch zu loben. David sprudelt nur so über von dem Lob voller Ehrfurcht und Bewunderung. Die Worte scheinen sich zu überstürzen. Manchmal erlebe ich das bei meinen Nachbarskindern. Sie rufen mir schon von Weitem über den Gartenzaun mit Begeisterung zu, was sie wieder für eine neue Entdeckung gemacht haben. Da ist eine kleine Spinne oder da ist ein Regenwurm oder sie haben einen Laubfrosch gefunden. Und die kleinen Mädchen hüpfen und jauchzen und können sich gar nicht wieder einkriegen, weil sie so begeistert sind. Nichts zählt in diesem Moment mehr als diese kleine Kreatur, die sie da gefunden haben. Und wie viel mehr ist König David gefesselt und eingenommen von dem Staunen über den großen, wunderbaren Gott, den lebendigen Gott. Vielen von uns fällt es heute schwer, so begeistert von Gott zu reden. Und wenn jemand das tut, dann denken wir manchmal, na, ist bei dem oder der alles noch so richtig in Ordnung? Obwohl wir uns eigentlich alle danach sehnen, uns fallen lassen zu können in die Begeisterung, in die Erhabenheit eines, der über uns ist. Oder uns auch mal fallen zu lassen in den Taumel einer Begeisterung, in den Jubel und in die Freude einer Menge. So in unserem etwas abseits von Gott gelegenen Erleben kommt das öfter mal vor. Taylor Swift, große Konzerte, da dröhnte der Saal in Hamburg und sonst wo. In Wacken vor 1-2 Wochen, da bebte die Erde, als die da ihre Heavy-Metal-Musik machten. Oder Fußballstadion, das ganze Stadion brüllt. Die Sehnsucht nach Begeisterung, also Geist gefüllt zu sein, lässt uns den großen Hype suchen. Aber der Hype ist niemals die Realität, ist immer nur Schein, ist immer nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Ganzen, eine Momentaufnahme. David verliert sich nicht in seiner Begeisterung für Gott. Im Gegenteil, er findet sich. Er findet seine Erfüllung, er findet seinen Ankerplatz, seine Lebensquelle im Lobpreis Gottes. Der Lobpreis Gottes bestimmt seinen Alltag. Das Zweite, von Gott reden. Eins hat David dabei verstanden: Wer Gott begegnet ist, der kann nicht anders, als von ihm zu reden. Die Wirklichkeit Gottes in seinem Leben erfüllt ihn so, dass er das mit anderen teilen muss. Und er fordert seine Umgebung auf, lobt und preist Gott mit mir. Sprecht von seiner Größe und Macht, verkündet es allen, wie groß und wie wunderbar und herrlich Gott ist. So haben wir es ja auch gesungen. Ich kann nicht anders, als zu reden. Kann nicht anders, als zu singen. Ich kann nicht anders, als von dir zu erzählen. Ich kann nicht anders, als dich preisen, mein ganzes Leben lang.
Das ist so ein richtiger Ohrwurm und ich hoffe, dass dieses Lied mit euch noch weiter durch die Woche geht. Aber gestern Abend habe ich ein ganz tolles Beispiel erlebt und die Techniker werden mir helfen, ein kleines Video einzuspielen. Die Goldmedaille in den Olympischen Spielen für die Kugelstoßen wurde verliehen an eine deutsche Schwarze oder schwarze Deutsche, an eine Person of Color, die aber Deutsche ist. Und sie konnte den Mund nicht voll genug nehmen von Jesus. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Danke. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Ist das nicht ein tolles Beispiel? Einige mögen das jetzt nicht so verstanden haben. Der Text war, also es war sehr schnell und es war vom Ton her vielleicht schwer zu hören. Aber eine Frau, die am Höhepunkt ihrer Karriere an Jesus denkt und Jesus bezeugt und sagt, ich glaube an Jesus, ist vielleicht ungewöhnlich, das erwartet ihr vielleicht nicht von mir, aber er hat mir beigestanden und ich habe gebetet, ich habe die Beziehung zu ihm gehabt und gespürt, dass er mir Frieden geschenkt hat und ich kann eigentlich nur singen, this little light of mine, dieses Licht in mir, das soll scheinen. Wir haben vielleicht nicht die Möglichkeit, eine Goldmedaille zu gewinnen, aber wir haben viele andere Möglichkeiten, etwas von dem zu sagen, was in uns lebt, Jesus. Und das nichts anderes hat David in diesem Psalm getan. Er hat von Gott gesungen. Das Dritte, alle sind gefragt. David machte in seinem Psalm deutlich, an Gott kommt keiner vorbei. Gott hat jeden im Blick, einen Blick voller Liebe und Güte und Gnade. In Vers
6 steht, alle sollen von deinen gewaltigen Taten reden. Vers 9, der Herr ist gütig zu allen und sein Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Vers 15, du gibst allen Lebewesen ihre Speise. Vers 21, alle Menschen sollen deinen heiligen Namen immer und ewig preisen. Gott macht keinen Unterschied. Alle sind ihm gleich wert. Allen wendet er seine Güte zu. Allerdings weiß David auch, dass Gott uns nicht zu seinem Glück zwingt, zu unserem Glück zwingt, sorry. Vers 10, die Menschen, die dir treu sind, preisen dich. 18, Gott ist denen nahe, die zu ihm rufen, die ihn aufrichtig anrufen. Vers 19, Gott hört die, die Ehrfurcht vor ihm haben. 20, der Herr behütet alle, die ihn lieben. Die ihn missachten, vernichtet er. Diese Verheißungen gelten allen Menschen, nicht nur den auserwählten Volk Gottes. Das haben wir durch Jesus Christus erfahren, der zuerst zu Israel kam, aber allen Menschen den Zugang zum Vater öffnete. So sind wir, die wir hier so sitzen, ich nehme mal an, alle, die Menschen aus den Nationen, wie die Bibel es sagt, durch Jesus Christus sozusagen Spätgeborene geworden, Mitglieder des Haushaltes Gottes, zu Miterben geworden. Jeder und jede ist willkommen bei ihm. Allerdings muss sich auch jede und jeder entscheiden. Erkenne ich diesen Gott an? Überlasse ich ihm die Herrschaft über mein Leben? Ich möchte noch einen kleinen Hinweis geben zu dem Vers 19. In meiner englischen Übersetzung, New International Version, steht, He fulfills the desire of those who fear him. The desires of those who fear him. Desire bedeutet Sehnsucht oder Verlangen. Gott erfüllt die Sehnsucht derer, die ihn fürchten. Von unserer Sehnsucht, uns in etwas Größeres fallen zu lassen und unsere Sorgen einmal völlig zu vergessen, haben wir ja vorhin schon gesprochen. Dieses Verlangen will Gott stillen. Er will uns vollständig zufriedenstellen, in seine Ruhe, in seinen Frieden bringen. Unweigerlich kommt mir dieses biblische Bild von einem kleinen Baby in den Sinn, das von der Mutter gestillt wurde. Das Kind ist gesättigt und völlig im Einklang mit sich und der Mutter. Naja, bis zur nächsten Hungerattacke. Die Grundlage für diese Erfahrung ist die Furcht Gottes. Menschen, die Gott fürchten, haben keine Angst. Das ist ein häufiges Missverständnis. Sie haben eine realistische Beziehung zu Gott. Er ist unser Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Es gibt nur einen Gott und der bin nicht ich, sagt unter anderem John Ortberg. Aber ich darf zu diesem allmächtigen, unfassbaren Gott Vertrauen haben. Denn er kommt zu mir, zu uns und hat uns seine Liebe gezeigt. Er sorgt dafür, dass unser Leben Erfüllung findet. Das bewegt uns so sehr, dass wir gar nicht anders können, als ihm die Ehre zu geben. Und dann gibt es aber noch das vierte. Bevorzugt sind die Benachteiligten. Das ist noch ein kleiner Unterschied. Also wir sagen, Gott ist für alle, aber es gibt so eine kleine Bevorzugung. Denn Gott hat eine besondere Schwäche für die, die Hilfe brauchen. König David nennt dieses Herzensanliegen Gottes besonders im zweiten Teil seines Liedes. Vers 14, der Herr stützt alle, die fallen, zu fallen drohen. Und alle Gebeugten richtet er wieder auf. Vers 18, nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen. Und 19, er hört, wenn sie um Hilfe schreien und rettet sie. In dem nachfolgenden Psalm 146 kommt das noch deutlicher zum Ausdruck. In den Versen 7 bis 9 heißt es dort im Psalm 146, den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr behütet die Fremden, die Waisen und Witwen, er stärkt und erhält sie. Aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg.
Bei Jesus von Nazareth zog sich dieses Thema so durch, als er durch die Lande zog und den Menschen das Reich Gottes erklärte. Und diese Haltung der Barmherzigkeit spiegelt sich auch in seinem Verhalten wider, in der Begegnung mit Menschen, die er auf dem Weg traf. Mitten in der Menge um Jesus herum wagt es eine chronisch kranke Frau, den Umhang von Jesus zu berühren. Und er spürt die heilende Kraft Gottes, die von ihm ausgeht. Wer hat mich berührt? Da ist keine Verurteilung einer Frau, die durch ihre Blutung religiös unrein und damit aus der Gemeinschaft verbannt ist, sondern Barmherzigkeit pur, als Jesus ihr Heilung, Erlösung und Reinheit zuspricht. Lukas 8 nachzulesen. Oder der Zöllner Zachäus. Er hat sich in einem Baum versteckt, um Jesus aus der Nähe zu sehen. Er fürchtet sich wohl vor der Menge, die ihm nicht wohlgesonnen ist, ihm, dem Kollaborateur und verachteten Geldeintreiber. Doch Jesus zieht den Verachteten ins Rampenlicht und lädt sich auch noch bei ihm zum Essen ein. Lukas 19. Oder auf seinem Weg durch Samaria lässt Jesus sich in ein Gespräch mit einer Frau ein, die am Brunnen ist. Sie ist in der Mittagshitze beim Wasserschöpfen. Das heißt, sie stiehlt sich zum Brunnen, wenn sie keinen anderen dort treffen wird. Eine Ausgestoßene, eine Geächtete im Dorf. Im Laufe des Gesprächs wird etwas von der Lebensgeschichte dieser Frau deutlich, desillusioniert und dennoch hoffnungsvoll glaubend. Und Jesus bietet ihr lebendiges Wasser an und ewiges Leben. Johannes 4. Hier ist meine Einladung heute Morgen. Wo findest du dich in diesem Psalm wieder? Voller Lobpreis, der deinen Alltag bestimmt und alles im Licht Gottes einfärbt, was dir begegnet? Als Verkündiger und Verkündigerin der Herrschaft Gottes, sodass deine ganze Umgebung das mitbekommt, wie sogar bei dieser Olympiasiegerin der ganze Bildschirm? Als Überzeugte oder als Zauderer? Gehörst du auf die Seite Gottes? Bist du bei ihm verankert oder willst du dich innerlich gegen ihn wehren? Als einer, die innerlich Hilfe suchen, um Hilfe schreien? Der Lobpreis Gottes kann dein Leben verändern. Er selbst, der lebendige Gott, begegnet dir im Lobpreis. Er verändert die Sicht, deine Sicht auf die Dinge. Und er lässt deine Schritte leichter werden, trotz der Last, die du zu tragen hast. Steigst du ein? Du brauchst kein begnadeter Musiker zu sein wie King David. Du brauchst nicht gut zu texten, du brauchst gar keine Worte. Selbst wenn wir keine Worte mehr über die Lippen bringen, wird doch die ganze Schöpfung, selbst die tote Materie, weiterhin Gottes Lob verkündigen. Und wenn wir nichts mehr sagen können, wird dennoch unser Herz singen, wenn wir das wollen. Komm, mach mit, lobe den Herrn, den mächtigen Gott, deinen Ankerplatz, deinen Zufluchtsort, deine Heimat. Verkündige seine Taten, stell dich auf seine Seite, ruf ihn an in deiner Not und steh denen bei, die nach ihm rufen. Amen.